herzlich willkommen hier bei geckomatic.de. Heute mit dem Unboxing meines neuen iMacs mit dem 2,7 GHz Intel Core i5 Prozessor, 256 GB SSD und im Anschluss an dieses Video werde ich noch das Video veröffentlichen mit dem Upgrade des RAM-Speichers von den eingebauten 4 GB auf 16 GB. In dieser neutralen Verpackung kam der iMac dann mit UPS bei mir an. Diese Verpackung entfernen wir jetzt und sichtbar wird der eigentliche iMac-Karton. Dieses Bild offenbart schon die genaue Größe des iMacs. Es handelt sich um das 21,5 Zoll Modell. Das Ganze ist oben noch mit einem Klebestreifen verschlossen. Den schneidet man einfach auf und hat dann Zugriff auf den Innenbereich des Kartons. Hier schauen wir uns zunächst einmal an, was an Hardware mitgeliefert wird. Ich habe mich in diesem Fall, wie ihr zu sehen, für die kleine Variante des Keyboards entschieden, der Wireless-Variante. Auch nochmal extra verpackt, das stellen wir zur Seite. Und außerdem habe ich mich entschieden für die Apple Magic Maus, die hier sogar mit Batterien geliefert wird, wie das Keyboard auch. Das Ganze setzen wir hier drauf und schauen mal, was noch weiter in der Verpackung drin liegt. Hier sind einige Kurzanleitungen und hier haben wir dann das Hallo Mac, beziehungsweise in diesem Fall nur Hallo. Es handelt sich hierbei um die Benutzeranleitung, die Bedienungsanleitung und wie immer die obligatorischen Apple-Sticker. Wir entfernen jetzt hier zunächst die Styropor-Ecken. Die halten den iMac sehr gut in der Mitte des Kartons, sodass er beim Transport vor Erschütterung geschützt ist. Und jetzt heben wir das Prachtstück mal heraus. Der Bildschirm ist zusätzlich noch geschützt. Diese Schutzhülle entfernen wir jetzt und sichtbar wird dann der eigentliche Bildschirm, der nochmals mit einer weiteren Klebefolie vor Kratzern geschützt ist. Hier sehen wir die Rückseite des Rechners und hier nochmal die Anschlüsse. Von links nach rechts haben wir die Kopfhörer und Line-In, 4 USB, Thunderbolt, Firewire und zu guter Letzt auch noch das Netzwerkkabel. Hier sehen wir jetzt den ersten Boot-up des Macs. Der dauert für gewöhnlich etwas länger, bis dann der Login-Screen auftaucht. Das Ganze geht in Zukunft natürlich um einiges schneller. Durch die eingebaute Solid State Disk schafft der iMac eine Bootzeit von ca. 15 bis 20 Sekunden. Wir werden jetzt hier angehalten, bitte die Maus einzuschalten, ebenso dann wie das Keyboard und werden jetzt hier begrüßt und können hier unsere Sprache auswählen, unser Land, die Tastaturkonfiguration, ob wir Informationen eines anderen Macs übertragen möchten. Wir können jetzt hier unsere Apple ID eingeben, um unseren Rechner dann auf diese Apple ID auch zu registrieren. Wir müssen noch die Lizenzvereinbarung annehmen und akzeptieren und legen jetzt hier den Benutzeraccount für unseren Rechner an. Das System richtet sich jetzt ein. Hier hat man jetzt noch die Möglichkeit, ein Benutzerbild auszuwählen. Ich entscheide mich mal für den Tennisball.
Eine kurze Einführung in die neue Scroll-Technik mittels der Magic Maus und hier der Login-Bildschirm. Wir geben unser Passwort ein. Das System startet zum ersten Mal. So, das soll es gewesen sein mit dem Unboxing und dem ersten Boot-Up des iMacs. Es folgt noch ein Video zum Upgrade des RAM-Speichers. Bis zum nächsten Mal.